machen aus ganz vielen kleinen Teilen ein großes. Ich bin Markus Herbig, ich bin 22 Jahre und mache eine Ausbildung zum Fluggerätmechaniker in Ludwigsfelde bei MTU Maintenance. MTU gehört zu den größten Triebwerksherstellern der Welt und ist auch der größte Triebwerkshersteller von Deutschland. Wir hier in Ludwigsfelde setzen kleine und mittlere Triebwerke instand und kümmern uns zusätzlich noch um Industriegasturbinen. In der Ausbildungshalle lernen wir alles, was wir für den späteren Einsatz am Triebwerk brauchen. Wir lernen alles übers Drehen, Fräsen, Bohren und Schleifen, sodass wir Werkstücke auf den hundertstel Millimeter genau herstellen können. Im zweiten Lehrjahr arbeiten wir endlich an unseren Übungstriebwerken. Zu Beginn unserer Ausbildung müssen wir das Handwerk erst erlernen, um später an 20 Millionen Dollar teuren Triebwerken arbeiten zu können und keine Schäden zu verursachen. Als ich als kleines Kind das erste Mal im Cockpit war, ist von da an der Traum gewachsen, auch was in der Fliegerei zu machen. Und während des Abis habe ich mir überlegt, nicht nur was mit meinen Händen anfangen zu wollen, sondern auch mit meinem Verstand. Hier am Befundarbeitsplatz vom PW gucken wir uns jedes einzelne Teil an. Ich habe hier gelernt, wie man nach Herstellerunterlagen arbeitet und überprüft, ob dieses Teil noch einbaufähig ist oder nicht. Wir erwarten von unseren zukünftigen Auszubildenden ein ausgeprägtes Interesse für die Luftfahrt und mindestens den Schulabschluss Abitur oder 10. Klasse. Und die Leistungen in Mathematik, Physik und Englisch sollten mindestens gut sein. Hier kann man sich austoben, hier kann man an Triebwerken rumschrauben, hier kann man sich weiterbilden und kann im Prinzip die ganze Luftfahrt kennenlernen. Bei MTU werden nach der Ausbildung eigentlich alle Azubis übernommen, aber ich mache ein Studium zum Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik und will danach wieder bei MTU weiterarbeiten. Bis dann, tschüss. Ich bin Nadine Starke, 24 Jahre alt, habe letztes Jahr meine Ausbildung zur Fluggerätmechanikerin bei MTU beendet und jetzt mache ich ein duales Studium im Maschinenbau. Hier sind wir in der Testzelle, wo das Triebwerk auf Herz und Nieren geprüft wird. Im Moment konservieren wir es gerade, damit es für den Transport vorbereitet ist. Mach es, wir machen Tempo.